In deinem Selbstkonzept befindet sich die ganze Welt. Wow, was heißt das? Ja, das heißt, dass dein Selbstkonzept, also dass du, was du glaubst über dich, was du glaubst über andere, was du glaubst über die ganze Welt, ist nur in dir. Absolut hundertprozentig einzigartig. Und darin erkennst du deine wahre Power. Wenn du für dich wahrnehmen kannst, wenn du für dich wirklich, wirklich 100% wahrnehmen kannst, dass du es den ganzen Tag nur mit deinen eigenen Ansichten zu tun hast, dass du den ganzen Tag mit deinen eigenen Geschichten, Rückschlüssen und Annahmen beschäftigt bist. Und auch wenn du Spiegel einlädst, also sprich andere Menschen, dann bist du doch noch immer nur mit dir beschäftigt. Und wenn du jetzt sagst, nein, ich kümmere mich um andere und es sind mir so wichtig und andere Menschen und als Coach und Helfer, Berater, Therapeut kümmere ich mich um andere Menschen und es liegt mir so am Herzen, dass es allen anderen gut geht. Und du merkst nicht, dass du hier gerade ein Weltbild der Entmächtigung vertrittst. Du gehst davon aus, dass es den anderen nicht gut geht. Weil wenn es ihnen gut gehen würde, aus deiner Sichtweise heraus, würdest du denken, es geht ihnen gut. Und ich weiß, es kann ihnen noch viel, viel besser gehen. Und sie können genau wissen, wer sie wirklich sind, ohne sich im Außen zu reflektieren. Frag dich mal, warum gehst du davon aus, als Coach, Berater, Therapeut, dass es anderen Menschen nicht gut geht? Dass sie dich brauchen? Dass du sie unterstützen kannst? Jetzt komme ich mit Neville Goddard. Everyone is you pushed out. Du brauchst Unterstützung. Du brauchst Hilfe. Du bist noch nicht sicher darin, wer du bist und wie das Leben läuft. Du schwankst noch. Und all diese Unsicherheit, all diese Hilfebedürftigkeit, die du siehst im Außen, wo du unbewusst Menschen entmachtest, das ist ein Vibe. Das ist kein geiler Vibe, weil gleichzeitig, wenn du andere Menschen sozusagen entmachtest und davon ausgehst, dass ihnen etwas fehlt, gehst du davon aus, dass dir etwas fehlt. Und das sind diese Geschichten, die wir uns im Human Design als Menschen den ganzen Tag erzählen, wenn wir nicht aufpassen. Wenn wir nicht unser grundsätzliches Narrativ aus dem Mangel, aus der Fehlerhaftigkeit, aus der Bedürftigkeit verändert haben in ein grundsätzliches Narrativ aus der Perfektion, aus der Fülle, aus der Erfüllung. Und wenn das bei dir ganz, ganz tief sinkt, dass alles Erfüllung ist und du in der Erfüllung lebst, dann wirst du jederzeit erkennen, wenn du austrittst, wenn du in einen Mangel eintrittst, wenn du in Mangel Glaubenssätze, Überzeugungen, Ansichten, Werte, Normen, Narrative eintauchst. Das Divine Design Narrativ weiß, dass alles in Perfektion ist, weiß, dass es keine Fehler gibt, weiß, dass immer und alles zu jeder Zeit in Ordnung ist. Und wenn das Human Design Narrativ dir Geschichten erzählt, Rückschlüsse macht, Ansichten verbreitet, alle möglichen Ansichten, ich werde mich hier jetzt nicht zum Fenster raussetzen, aber eben, gehen wir mal auf SP-Ansichten. Wenn er sich nicht meldet, denkt er nicht an mich. Wenn er mit seinen Freunden unterwegs ist,
bin ich unwichtig. Das sind Narrative. Und diese Narrative, die führst du immer wieder auf deinen Mangel zurück. Gehen wir in dein Business. Ich habe zu wenig Kunden. Woher sollen die Kunden kommen? Es kommen keine Kunden. Ich habe zu wenig Geld. Ich weiß nicht, wo Geld herkommt. Ein Narrativ, das dir ein Selbstkonzept gibt, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht gewollt bist, dass Dinge fehlen. Und dieses Narrativ ist nun mal in unserer energetischen Welt nicht richtig. Es stimmt einfach nicht. Wir sind energetische Wesen. Wir definieren uns nicht über unseren Körper, wir definieren uns nicht über unsere Geschichte, sondern wir definieren uns über unseren Geist, also über unser Denken, über das, was in der unsichtbaren Realität vor sich geht, und zwar in uns. Da ist diese unsichtbare Realität. Und wenn du anfängst, mehr und mehr dort zu Hause zu sein, wo du zu Hause sein möchtest, und zwar dort, wo Fülle ist, wo Erfüllung herrscht, weil energetisch ist alles erfüllt. Nur dein Kopf, nur dein menschliches Denken, dein menschliches Narrativ muss das begreifen und dann anfangen, Fülle zu denken, Fülle zu fühlen, Fülle zu planen, zu erwarten, Fülle jetzt schon zu sein. Und du bist diese Fülle und du bist dieser Mangel. Und du bist die Schaltstation dazwischen. Du wählst. Sehe ich die Welt aus der Fülle oder sehe ich die Welt aus dem Mangel? Und die Welt der Fülle, weißt du was? Die hat gar keine Narrative. Die Welt der Fülle, wo alles schon erfüllt ist, hat keine Zusammenhänge, hat keine Logik. Gar nicht. Denn dann, wenn alles da ist, alles ist erfüllt. Wozu brauchst du Narrative? Wozu brauchst du Umzug? Wozu brauchst du wie, woher, wann, durch wen? Wenn es doch schon alles geschehen ist. Es ist geschehen. Du darfst in einer Welt leben, in der alles vorhanden ist, in der alles erschaffen ist, in der alles besteht, in der alles schon zur Verfügung steht. Und hier brauchst du ein Selbstkonzept, das Divine Design Selbstkonzept. Wer bin ich, wenn ich nichts mehr brauche? Wer bin ich, wenn ich nichts mehr suchen muss? Wie lebe ich, wenn ich nichts mehr brauche? Wie lebe ich, wenn ich nichts mehr suchen muss? Wie erlebe ich meine Erfüllung? Das ist die Frage, die du dir stellen darfst, jetzt zum Ende dieses Videos, weil du bist Fülle. Dir fehlt es an nichts. Nichts ist kaputt, nichts ist unheil. Wenn du in diese Welt, in diese Energie, in dieses Feld eintrittst, wie trittst du in so ein Feld ein, in so eine Welt? Durch deine Vorstellungen und Gedanken. Mehr ist da nicht. Nimm dir deine Power zurück, weiß, wer du bist und lebe ein Leben aus der Fülle. Und dann kommt alles zu dir. Geld, Partner, Liebe, Begeisterung, alles, weil es schon da ist. Nur darfst du die Tür öffnen, eine von den Erfüllten zu sein, einer von den Erfüllten zu sein, einer von denen zu sein, denen nichts fehlt, einer von denen, die nicht nachrennen müssen, jemand, eine von denen zu sein, die geliebt, gewollt, jeden Moment hier auf dieser Welt, auf diesem Erdboden. Das ist die Seele, die spricht. Die hat keine Vorbehalte. Die Seele ist dein reines Divine Design. Das ist deine Seele. Aber deine Seele, dein Divine Design möchte, dass du die Sprache lernst, die dort gesprochen wird. Die Sprache der Fülle. Die Sprache der Gegenwart, die Sprache
die keine Vergangenheit und keine Zukunft hat, die Sprache, die nur Ja kennt, das ist die Sprache. Und wenn du deine eigenen Selbstgespräche in dieser Sprache mehr und mehr verankerst, dann wirst du sehen, dass sich dein ganzes Leben wie von Zauberhand verändert. Dein SP trägt dich auf Händen, weil du brauchst nichts. Du bist die, die auf Händen getragen wird. Geld verfolgt dich. Menschen wollen mit dir zusammen sein. Du bist in Fülle und Erfüllung. Ja, der einzige Widersacher ist unser Verstand. Der einzige Widersacher, Blockaden kreiere und generiere, ist unser Verstand, weil er diese Sprache noch nicht kennt, weil er diese Ansicht der Fülle noch nicht kennt. Und genau darauf bezieht sich mein Coaching, deinen Verstand mit in dein Divine Design zu nehmen, deinem Verstand die Sprache, die Ansichten, die Denkweise, die Kultur, das Ambiente, die Aura, die Attitude, die Haltung des Divine Designs beizubringen. Weil da spielt die Musik. Da sind deine Wünsche, da sind deine Wunder. Da ist alles für dich. Du bist nicht getrennt, keine einzige Sekunde. Erlaube deinem Verstand nicht mehr, dich durch seine Ansichten, Meinungen, Denkweisen, Werte, Normen, Ansichten von dem zu trennen, was du möchtest. Ja, ihr Lieben, hier geht's tiefer und tiefer auf diesem Kanal ins Divine Design, in deine Manifestation. Dein SP bringt dich auf den Weg. Dein SP, dein Mangel. SP ist übrigens ja nur ein Symbol für deinen Mangel, wo dir gezeigt wird, wo du das glaubst, dass dir noch was fehlt, wo du glaubst, dass du noch nicht gut genug bist, wo du glaubst, dass du dich noch entwickeln musst. Deswegen reden wir hier über SP, aber SP genauso wie alle anderen Dinge, die du erreichen möchtest in deinem Leben, die du als mangelhaft noch einstufst oder als nicht gut genug, sind Repräsentanten von deinem Selbstkonzept. Ja, wir gehen ins Divine Design Zeitalter 2024, ist für mich das Jahr, wo ich alle diese falschen Narrative, diese Mangelnarrative, Mangelgeschichten, Mangelerzählungen, nicht gut genug Erzählungen immer wieder korrigieren werde. Und das darfst du auch für dich tun, in deinem Geiste, in deinem Denken, dir eine ganz, ganz neue Denk- und Ansichtsweise aneignen. Gerne helfe ich dir dabei mit meinen Online-Kursen auf meiner Homepage mywellfeeling.com oder natürlich darfst du dich auch gerne bewerben für einen meiner Masterminds Rising Up oder natürlich auch absolut, wenn du schon ganz, ganz tief in diesem Thema drin bist. Außerdem heiße ich dich ganz, ganz herzlich willkommen, natürlich in unserer Wir sind Divine Design Community. Mindestmitgliedschaft sind 3 Monate, 90 Euro pro Monat mit Hot Seat, Coaching einmal im Monat. Ein extra Kurs, ein extra Training für deine I Am Identity. Grandioser Austausch, immer Support. Auch durch mich. Quasi 24 Stunden am Tag. Du bist nie allein auf deiner Divine Design Reise. Und das ist so ein wunderschönes Gefühl zu wissen, mit dem, dass ich ausgestiegen bin aus dem Mangelnarrativ und ins Fülle-Narrativ eingestiegen bin. Bin ich zwar nicht mehr bei den meisten dabei, aber bei ganz, ganz vielen Menschen. Und da sind wir in der Wir sind Divine Design Community. Wir sehen uns im nächsten Video und vergesst nicht zu teilen, zu liken, weiter zu empfehlen, denn diese Message ist wichtig.